So, willkommen zurück zur nächsten Haustour. Heute mit Roberto Ugolini. Ich habe hier alle Düfte, alle 8 Stück aus dem Sortiment. Vielen Dank an Jonas für die Samples, du wirst es sehen. Sehr, sehr geil. Wir steigen direkt rein, fangen an mit dem ersten Duft, dem Marzocco. Ich glaube auch einer der beliebtesten und bekanntesten tatsächlich des Hauses. Noten blende ich euch, ja, blende ich euch wieder ein, genau, könnt ihr gucken. So, also wie riecht der Duft? Wirklich, also sehr, sehr, sehr frisch, sehr, sehr zitrisch-fruchtig am Anfang für mich. Man hat aber schon gleich den gleichen Atemzug, so in diesem Unterton, so diesen süßlich-pudrigen Moschus-Part mit bei. Also es ist wieder so eine, ja, so eine schöne, smoothe Vanille gepaart mit so einem, ja, eben feinen, sauberen, smoothen, pudrigen Moschus. Also nicht animalisch oder sowas. Erinnert mich tatsächlich aber trotzdem so im Unterton ein bisschen an Mousse Cravageur. Ganz, ganz leicht, ohne diesen schwitzigen Part. Dennoch, wie gesagt, schön frisch, fruchtiges, cleanes Opening und wird mit der Zeit, also zwischendurch erinnere mich an einen Zitronenkuchen tatsächlich am Anfang, der so irgendwie so lecker cremig ist und hat irgendwie was davon. Also sehr, 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 sehr feiner Duft. Generell würde ich sagen, ja, mit der Zeit hier wird er immer ein bisschen fruchtiger, immer ein bisschen süßer, ein bisschen schwerer für mich. So diese doch eher zitrische Frische vom Anfang verschwindet zunehmend und wir driften ab in noch mehr Süße, noch mehr Pudrigkeit. Ja, ein paar Hölzer sind noch mit bei, ganz klar. Vom Patchouli muss ich sagen, kriege ich nicht viel mit. Also wenn dann, ist es eher zeitweise mal kurz, so ein leicht eher gourmandiger Patchouli, würde ich sagen, sehr, sehr angenehmer, aber eher für mich dezent im Hintergrund steht ganz klar nicht an erster Stelle. Also falls ihr da irgendwie Befürchtungen hattet, auf gar keinen Fall. Eben, also für mich hier Main Player, so ein smoother, schön pudriger Moschus gepaart mit einer angenehmen Vanille, die auch nicht zu sehr raussticht und den ganzen Duft nicht so wulstig einnimmt. Also es ist jetzt kein wirklicher Gourmand, würde ich sagen, aber trotzdem, anfänglich erinnere ich mich ein bisschen so an so einen Zitronenkuchen. Ja, sehr, 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 sehr schönes Ding. Hat für mich auch so ein bisschen, ja, typischen Italien-Flair, so Frühling, Spätsommer. Irgendwie so die Ecke würde ich den Duft tragen. Oder ja, irgendwie nachts im Sommer, so die Ecke. Tagsüber ist der viel zu schwer und süß. Ja, performt auch für mich. Also ich finde ihn sehr gut, der performt. Puh, sagen wir mal so um die 8 Stunden plus minus. Projiziert auch anfangs ziemlich gut. Gibt aber noch ein paar Stärke, aber auch ein paar Schwächere hier. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr cool. Nächster, der Loafer. Ja, riecht für mich also am Anfang auch wieder sehr, sehr frisch. Hat schon so einen leicht seifigen Unterton für mich. Irgendwie auch was Grünliches an sich. Also hat für mich so einen typischen Frühlingseinschlag wieder, weil wir mit der Zeit auch immer diesen typischen Ylang-Ylang-Geruch, diesen, ja, es hat für mich immer so was bisschen schwerer Blumiges, hat so einen Ticken Fruchtigkeit mit bei und gleichzeitig auch immer diesen Urlaubscharakter irgendwie, diese, ja, durchaus luxuriöse Blüte. Die steht hier also ganz klar im Vordergrund, das muss man mögen. Also diesen schweren, durchaus schweren, floralen Part vom Ylang-Ylang ist hier sehr, sehr präsent, sehr, sehr dominant, auch vor allem in den ersten Stunden. Auch hier kommt nochmal so ein Ticken erdiger Patchouli mit bei. Wir kriegen noch so ein Ticken Würze mit bei. Aber generell finde ich, klingt der Duft extrem, extrem seifig clean aus. Also er wird so richtig schön sauber, nicht so kernseifenmäßig, aber einfach smooth, frisch gewaschen. Vielleicht so ein bisschen wieder die Parfum-Variante vom Dior Sauvage, so. Ist der ungefähr im Drydown, um es mal böse zu sagen. Nein, nein. Also eben sehr, sehr schön, für mich sehr, sehr frühlingshaft. Der kommt so Leben rein bei dem Duft, einfach durch diese Blumen und dieses saubere, frische, was er so an sich hat. Also sehr, sehr schön. Und für mich für den Sommer so ein bisschen zu schwer, würde ich behaupten. Ach ja, und wenn ihr den Opera mögt von Xerjoff so, dann wird euch der auch gefallen. Ist jetzt nicht der gleiche Duft, aber
Hat doch ein paar Parallelen an sich, würde ich sagen. Ja. Der nächste, der Oxford. Ja, also der ist, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Hat am Anfang auch wieder so was sehr, sehr Würziges. Ich glaube, Nelke ist drin. Müsste jetzt gerade mal nachschauen. Und trotzdem wirkt er nicht zu schwer, zu aufdringlich, zu extrem überwürzt. Also ist alles in einer schönen Balance. Hat für mich aber auch so ein bisschen was von Lebkuchen. Aber eher so ein fluffiger Lebkuchen. Nicht so ein alter, harter Sprocken. Sondern so ein ganz frischer, feiner, luftiger Lebkuchen. Aber wirklich nur im entferntesten Sinne, ne? Was man aber dann so in den nächsten Minuten immer mehr merkt, ist so diese durchaus scharfe Pfeffernote. Das müsst ihr mögen. Also wirklich, Pfeffer ist hier doch sehr, sehr präsent. Und gleichzeitig trifft es dann auch mal ab in so einen wirklich trocken, holzigen, dunkelholzigen, müsste Zedernholz wahrscheinlich sein, Ton ab. Das ist hier ganz klar die Ansage und die Richtung. Da geht es von Stunde zu Stunde immer mehr hin. Es wird so ein bisschen rauchig, holzig, also vetivermäßig, trocken, holzig. Diese Ecke ist der Duft, ganz klar über seinen Verlauf. Ich finde auch, zeitweise hat man so einen alkoholischen Part noch mit bei, mit irgendeinem Schnaps. So kommt es mir vor. Also ist ganz klar hier eher ein Männerduft, der ist wirklich doch etwas kantiger, etwas kratziger. Ein bisschen aneckender vielleicht auch für die ganze Reihe, sage ich jetzt einfach mal. Sehr, sehr schön, wird aber gegen Ende dann so nach, naja, gut, 8 Stunden vielleicht einfach ein bisschen smoother. Aber auch der hält sehr, sehr schön, hält gut. Und einfach so ein, ja, ein schöner Gentleman-Duft. Sehe ich eher mit dir, an jemandem mit einem vielleicht einem braunen Anzug. So. Also diese Ecke liegt vielleicht auch am Flakon-Design, dass das so braunlich ist, aber hat eher so einen Ticken Oldschool-Charakter, ein bisschen eben eleganter, eben wie gesagt, Gentleman's Lounge, so diese Ecke. Ja, und falls ihr es nicht gemerkt habt, die Düfte sind alle nach Schuhen benannt. Also, ja, weil da die Marke eigentlich herkommt. Nächster, Azuro. Wobei, ist das eine Schuhart? Ich weiß es nicht. Die anderen auf jeden Fall schon wieder. Das war tatsächlich für mich so ein bisschen, in Anführungszeichen, das Highlight. Fand ich wirklich cool. Er fängt sehr, sehr cremig-fruchtig an. Also wie so eine Erdbeertarte riecht der Duft. So eine Erdbeertarte mit Vanillepudding dazwischen. Ohne Witz, also wirklich zum Anbeißen fast schon. Wie gesagt, Erdbeere sehr, sehr markant hier. Und gleichzeitig aber auch schon so ein bisschen cremig-süß. Super cool gemacht. Wir kriegen ja mit der Zeit noch so ein durchaus präsenten floralen Part mit rein. Das müsste die Magnolie sein, was so ein bisschen raussticht. Und dem Ganzen nochmal so einen schönen, auch wieder frühlingshaften, lebendigen, ja, geilen Touch mit beigibt. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Hat zeitweise, finde ich, auch wieder was von irgendeiner Ahoi-Brause-Sorte. Mir fällt nicht ein, welche, aber ja, so ein bisschen prickelnd. Sehr, sehr verspielter Duft. Wirklich sehr, sehr verspielt, sehr. Ja, witzig kann man fast schon sagen. Also mit dem hat man mehr Spaß. Der ist nicht so straightforward, so ja, elegant und altbacken will ich nicht sagen wie die anderen, aber etwas verspielter hier, etwas mehr Spaß mit diesem Duft. Ja, Champagner ist noch drin. Wie auch immer, das ja, sei mal dahingestellt. Aber generell finde ich, wird er mit der Zeit geht er ein bisschen in so eine Weichspüler-Richtung. Also sehr, sehr sauber wieder, sehr, sehr clean und klingt auch dann so frisch gewaschen, so in diesem Tonus aus. Aber die ersten paar Stunden wirklich sehr, sehr cool, sehr, sehr aufregend und hat auch so einen coolen Twist drin. Also hat mir wirklich sehr gefallen, fand ich einen witzigen Duft. Nächster, der wahrscheinlich bekannteste und beliebteste der Marke, der 17 Rosso. Ja, halt auf Italienisch, ne? Die 17. Ja. Wirklich sehr, sehr fruchtig, rauchiges, ja, rauchig will ich sagen, aber würziges Opening. Dieser Safran steht sehr, sehr dominant im Vordergrund, sehr, sehr markant, zeigt sich extrem stark und gleichzeitig eben so eine durchaus markant fruchtige Note, die so ein bisschen aufeinander prallt und gegen diesen, ja, doch eher dominanten Safran arbeitet. Ja, man hat auch schon so einen Hauch Rose im Hintergrund, würde ich sagen. Ist aber eher so eine leichtere Rose. Ich finde, die bringt tatsächlich ein bisschen Auflockerung rein. Es ist nicht so diese typische Oma Oldschool Rose für mich. Also ich finde sie ziemlich verspielt, ziemlich cool, ziemlich jung. Was den Duft dann eben doch nicht zu brutal, zu schwer macht. Aber der ist schon etwas kantiger, etwas aufregender.
Ja, sehr, sehr schön. Die Frucht müsste Pfirsich sein. Das kommt ganz gut hin. Passionsfrucht oder irgendwas in der Richtung sein. Also so diese Ecke. Ja, also wird mit der Zeit dann auch immer ein bisschen holziger, trockener. So diese Frucht zieht sich zunehmend immer mehr zurück. So, ja, auch die Rose bleibt gleich schwach oder stark, je nachdem, wie man es nennen möchte, finde ich, drängt sich auch überhaupt nicht in den Vordergrund. Also es ist für mich jetzt kein Frauenduft unbedingt, aber dennoch Unisex, das definitiv, sind die aber alle. Also vielleicht der Oxford nicht, aber die anderen sind für mich alle Unisex definitiv. Ja, also sehr, sehr schön. Der Safran ist so nach 5, 6 Stunden ungefähr weg, habe ich aufgeschrieben. Dann wird der Duft einfach nochmal ein bisschen smoother, ein bisschen eingerahmter von den Blumen, also einfach ein bisschen weicher. Ja, und klingt dann doch durchaus wieder so trockenholzig, leicht floral aus. Also, ja, standardmäßige Basis, sage ich jetzt einfach mal. Nichts Weltbewegendes, aber geiler Duft. Ich glaube, wie gesagt, auch der beliebteste der Marke. Nächster, der Blue Suede Shoes. Also zu dem brauche ich nicht viele Worte verlieren, weil irgendwie passen die Noten, muss ich sagen, nicht ganz so sehr zu dem, was ich rieche. Riecht für mich, wenn ihr wie das blaue Duschgas. 1:1 wie dieses blaue Duschgel da. Also volle Kanne. Ja, so ein bisschen Schwimmbadgeruch am Anfang, so ein Ticken Dylan Blue, so diese Ecke. Aber wie gesagt, letztendlich für mich wie das blaue Duschgas von Anfang bis Ende. Punkt. Naja, wenn ihr so riechen möchtet, coole Sache. Jaguar Pace, so, ich glaube, das ist auch so diese Ecke. Also, da gibt es deutlich günstigere Alternativen. Da braucht ihr jetzt keine 200 Euro hinlegen. Ja. Nächster, High Heel White. Der Name ist Programm. Das Ding riecht wie ein Block weiße Kernseife, aber hundertprozentig. Also, wenn ihr irgendwie im Edeka so Putzmittelabteilung läuft, irgendwie so riecht der Duft ein bisschen. Wenn am besten noch irgendwo so ein Päckchen aufgerissen ist. Also so fast schon scharfseifig. So richtig kratzig scharfseifig, der sticht schon ein bisschen in der Nase. Der ändert sich auch nicht. Vielleicht gegen Ende 5, 6, 7 Stunden wird er so ein Ticken weicher, aber das war es dann auch schon. Dann ist es so Richtung frische Wäsche wieder. Generell aber für mich ein Block Kernseife zum Riechen. Sehr, sehr interessant. Nennen wir es einfach mal so, aber einfach super clean. Speziell, speziell, speziell. Dann der Kitten Heel. Der wiederum hat mir eigentlich eher gefallen, weil der hat für mich schon so einen sehr animalischen Part am Anfang. Hat so was eher kratzig-schwitziges an sich für mich. Gepaart mit so einer sanfteren Frucht auf jeden Fall, aber es ist so ein, ja, so ein pudrig-schwitziger Moschus, würde ich behaupten. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich drin ist, müsste ich jetzt hier mal nachschauen, ganz kurz. Nee, wir haben tatsächlich, doch, wir haben Moschus in der Basis erst, aber für mich riecht es wirklich auch so Richtung Muscovajeur. Ziemlich ähnlich, aber gleichzeitig aufgelockert von der Frucht. Also die ist mit bei. Das Ganze wird, finde ich, noch intensiver mit der Zeit, dieser, würde sagen, einfach schwitzige Moschuscharakter, der tritt noch ein bisschen mehr in den Vordergrund, bis es so nach, ja, 4, 5, 6 Stunden langsam immer smoother wird, immer weicher. Wir kriegen noch ein bisschen Süß dazu, der Duft wird einfach cremiger, weicher. Auch hier, lang fügt sich da ein bisschen mit ein, was so für dieses Cremige sorgt, dieses, ja, eben, es hat immer so einen Ticken Urlaubscharakter einfach, aber das ist kein Urlaubsduft. Gut, wobei, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, doch, man schwitzt ja im Urlaub mit der Sonnencreme. So riecht der Duft ein bisschen. Aber man riecht sich schon. Also man liegt doch schon eine Weile länger im Liegestuhl. Die Sonnencreme ist schon so fast weg, ne? Die Haut wird schon so leicht rot. Und man riecht schon ein bisschen vom Sonnenbaden sozusagen. Ja, doch, so riecht der Duft. Also gut, jetzt wisst ihr es, ne? Ja, cool. Also hat nicht allzu viel Verlauf, aber war irgendwie interessant, war ein bisschen rausgestochen hier aus dem ganzen Line-up, sage ich jetzt einfach mal. Gut, das war's schon. Wir sind durch. Was meint ihr, welchen würdet ihr euch kaufen, beziehungsweise welchen habt ihr denn schon? Also für mich war das Highlight der Asuro. Fand ich so den witzigsten, aufregendsten Duft, der sich auch so am meisten, finde ich, abgehoben hat und ja, so einen coolen, coolen Twist hatte von aufregendem Erdbeertart, Gebäck bis zu Weichspüler, clean, sauberer Wäsche. Ganz cooler Verlauf.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn ihr mich wieder kontaktieren wollt, am besten auf Instagram. Findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.